Ihr Lieben da draußen, das fröhliche Züchten geht weiter. Liebe Kuh, du blöde Kuh, was will die hier? Genau mitten durch die Kamera. Heute geht es um den Shadowpeak. Und ihr wisst das eigentlich, wir hatten das letztes Mal, glaube ich, beim letzten Geld, wenn ihr dabei gewesen seid beim Astergon, habe ich das gesagt. Wir wollen ja dann mit dem Astergon, was wir dann letztes Mal gemacht haben, nochmal eine Nummer weitergehen. Und deswegen kommt eben heute der Shadowbeak dran. Akku mal ist wieder mit dabei. Hallöchen. Ja. Du springst ganz gerade hoch und winkst weiter. Echt? Ja. Hier winke ich gar nicht mehr. War ganz komisch gerade. Irgendwie ist hier bei dir was in der Base passiert. Es ist ja nur Laufen von links nach rechts, ne? So. Die Bärentiere gehen halt rüber zu dem Futternapf. Weil da zu viel ist, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ihr seht, das Ei ist schon ausgebrütet, sehe ich. Ja, wir können aber gleich noch eins machen. Mhm. Das können wir machen. In der Box, in der Zuchtbox haben wir, nicht Wollipop, geh mal außen weiter, du zuckersüßes Schäfchen. Wir haben einmal unser großen, fetten Nashorn-Ding-Vieh, schwarz mit Flügeln, Astergon. Und wir haben den ganz schönen, süßen, ist das ein Fuchs, ist das ein Wolf, was ist das? Ist ein Fuchs. Ist ein Fuchs. Kitzun oder Kitzun? Kitzen, sag ich doch. Kitzen oder Kitzen. Das wäre die einzige Möglichkeit, eben den Shadowbeak zu bekommen. Entweder Kitsun und Astergon oder eben Shadowbeak mit Shadowbeak. Shadowbeak. Das hat sich dann damit erledigt. Dann werden wir einfach die zwei machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr den Kitsun oder Kitsun herbekommt, also ihr geht am besten, ich zeige es mal ganz kurz auf der Karte bei Paldex, Raute 61, Nummer 61, Kitsun oder Kitzen Habitat, und dann werden wir das gleich sehen. Ihr müsst auf Nacht stellen, weil es ist ein Nachttier. Also nicht, wenn ihr ins Tag da rumfliegt und sagt, ich finde den gar nicht, dann müsst ihr hier mal bei Nacht in dem Gebiet mal vorbeikommen, und dann seht ihr hier vorne in dem Gebiet, so, da, hier vorne, seht ihr, ist komplett überall. Überall läuft er rum. Und wir waren ja in einem Guide schon mal hier gewesen in dem Stück, weil wir den Mosander haben wollten. Das ist der Panda mit dem Blatt auf dem Kopf. Das ist das ganze Gebiet hier vorne. Und dann kriegt man hier oben eben den Feuerfuchs. Was ist das? Feuer? Was hat denn der da? Keine Ahnung. Ja, Eis. Feuerkragen. Feuer. Blaues Feuerkragen. Fuchs, ja. Etwas. Dings. Genau so. Und genau. Wenn ihr den dann eben wie immer zusammenmixt, dann hier vorne das leckere Törtchen reinballert, dann kriegt ihr das Ei. Wir haben das natürlich alles wieder vorbereitet, wie immer. Willst du noch reinmachen? Ich nehme das einmal. Zwei, ja. Die waren nämlich fertig nochmal. Ah, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen gerade. Supi, ich werde mal meins reinschmeißen, ja? Ja. So. Oh, schon fertig, krass. Ich finde das einfach so toll hier, so schnell, wie das geht. Ja. Tatütata. Oh, der Schick und ein guter Läufer sogar. Toll. Ja, von den Eltern. Beide haben guter Läufer. Ah, dann hat sich ja dann das... Supi, das war ganz toll. Pass auf, ich hole mal den. Ich meine, ich hätte den sogar schon in meinem Team. Ne? Ich hatte, glaube ich, Platz gehabt. Ich hatte sogar einmal Platz gehabt, und es wird gerade dunkel, wie ich gerade sehe. Pass ja. auf. Das macht, glaube ich, aber gar nichts. So. Nee, ich hole den nochmal rein. Geh nochmal raus aus dem Gebiet hier. So. Et voilà. Da ist der Shadowbeak. Und ihr seht, er ist eine Anlehnung zum Griffin, ne? Ja, Griffin, bitte schön. Griffin. Werf mal deinen raus, dann kann ich wenigstens nochmal da hingehen. Da sieht man. Ich finde das komische Teil eben auf dem Kopf da so ein bisschen eigenartig, dieser Hühnerhahn-Gockel mit Schnabel. Aber ansonsten sieht er eigentlich richtig, richtig cool. Pass auf, ich pack mal meinen ganz kurz ein. Sieht er richtig cool aus. Gefällt mir. Ich liebe den. Mein bisher liebster Flieger. Was mir auch so ein bisschen aufstößt beim Shadowbeak. Also Shadowbeak ist ein toller Flieger. Hat natürlich wieder diese Special-Fähigkeit. Ich zeige es mal ganz kurz im Team hier. Wenn ihr... So. Er kann nicht, wenn ihr auf dem... Oder ihm im Team habt oder auf ihm... Nee, beim Reiten. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Schatten verstärkt. Das heißt, ich weiß nicht, gilt das denn auch für dein Teammate, wenn ich jetzt mit dir laufe? Weiß ich nicht, das habe ich noch nicht testen können. Das ist eine Idee. Ist mir jetzt gerade irgendwie eingefallen. Das wäre ja mal, weil es hat ja dann für mich keinen Sinn,
Außer natürlich, ich würde dann eine, wie hieß das nochmal, diese schöne Nachtschwebende mit diesem ganz am Anfang Stadtgebiet. Deadream. Genau, Daydream. Deadream oder Ist da auch Dream. Schatten. Das heißt, wenn ich die denn auch das Halsband anlege, habe ich den ja automatisch mit dabei. Das heißt, die machen dann immer extrem mehr viel Schaden, soweit ich Ja. weiß. Reitest du auf dem Shadowbeak und dann rennst du mit den kleinen Viechern durch die Gegend. Richtig. Und ihr seht, als Reittier wunderbar, was mich eben nur ein bisschen stört, dass der immer die Flügel ausfährt die ganze Zeit. Sieht so aus wie so ein aufgeschrecktes Huhn. Mark, 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 mark. Aber ansonsten super schnell, ihr merkt, richtig schnell. Und wenn es dann brenzlig wird, braucht ihr diesmal nicht mehr wechseln zum Reiten von auf den Reit auf das Flugtier, dann einfach direkt losfliegen. Oh, ich habe nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Wieso treffe ich nicht? Weil der tot ist. Bei mir läuft er hier noch rum. Also die kleinen Sweepers sind noch am Leben, aber der Große ist tot. Nee, ich schieße auf den kleinen, aber den habe ich gerade nicht ganz getroffen. Da seht ihr ihn. Wir werden jetzt ganz kurz nochmal switchen auf den Tag. Leute, dann seht ihr den mal beim Tag rumlaufen. Oder beim Tag auch rumfliegen. Er hat leider keinen Nachteffekt, außer der Ring, der um ihn herum gemacht worden ist, aus Gründen, die keiner versteht. Aber ihr seht, es ist ein abgefahren cooles Tier. Und wir sind dann natürlich jetzt schon beim fast Endreittier. Aber ich mache gerade so einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich nochmal bei Tag wieder. So, ihr Lieben, wir haben ganz kurz eine Runde geschlafen und hier sieht man dabei Tag, so sieht er aus beim Tag und gefällt, 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 gefällt. Wer auf Schwarz steht, der hat genau mit dem genau alles richtig gemacht. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Das weiß ich nicht. Wiederaufsteher oder was? Okay. Okay, Level up. So, jetzt fliege ich mal eine ganze Runde, damit ihr das auch noch mal seht beim Tag, wie es aussieht. Ihr seht, der ist ziemlich schnell, hat eine gute Ausdauer, aber nicht die beste Ausdauer. Aber wenn man damit klarkommt, dass der jetzt nicht sehr, sehr lange fliegen kann, das Gute ist eben, wenn ihr runterfallt, könnt ihr wenigstens dann mit dem auch weiter reiten. Ganz gemütlich. Aber Ist nicht es? über Wasser. Nicht über Wasser, da muss man aufpassen, genau. Der Shadowbeacon ist, glaube ich, der einzige, der im Wasser ertrinkt. Richtig. Weil er nämlich auf dem Boden ja rennen kann, laufen kann, wie ein Pferd. Und das heißt, wenn er im Wasser ist und keine Ausdauer mehr hat, dann blub, 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 ist er weg. Also, dann sterbt ihr oder müsst eben aufpassen, dass ihr vorher absteigt oder so, mit dem Gleiter irgendwie weggleitet. Und du kannst kleine Tiere umrennen. Das kannst du eigentlich bei allen anderen auch. Bei anderen, auch beim Flugtier kannst du das machen. Ich finde das lustig. Ich finde es auch lustig, wie Longballs wegkicken, finde ich immer geil. Lieber auch. Okay, Ja. ihr Lieben, das war's. Also, wenn ihr den Shadowbeak haben möchtet, müsst ihr vorher erst den Mr. Astagon haben. Und davon haben wir ja schon einen Guide gemacht. Dann müsst ihr das erstmal dann da durchmachen. Ist ja nicht, geht ja schnell. Wir sind doch hier fix mit den ganzen Sachen. Wie bei den anderen Videos auch schon gesagt, wenn ihr was braucht, schreibt es in die Kommentare. Wir machen euch gerne dann ein Guide dafür. Und es geht jetzt bald wieder weiter mit den nächsten Guides. Und dann lasst euch einfach überraschen, was da kommt. Däumchen hoch. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Geile Attacke. Tschüss.